KKK, the nigger killing all men, healing their matches. The decent church going in with their mean and pinched and bitter evil faces. Aus unterschiedlicher Höhe hängen Batist, Baumwolle, Chiffon. Hals über Kopf bin ich über sie hergefallen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich natürlich nicht hingesetzt und gedacht, ich schreibe jetzt einen Roman, nicht? Also ich dachte, das wird eine Erzählung. Jersey, Jute, Jeans. Ich habe nur Flausen im Kopf. Lack, Lamé, Leinen. Wir könnten eine Fantasie von uns sein. Wir könnten darüber lachen. Dass heute vor 68 Jahren Mahatma Gandhi vor der britischen Kolonialmacht verhaftet wurde. Weil er sich für die Unabhängigkeit Indiens eingesetzt hat. Gandhi reiht sich mit Andi. Oder wir könnten darüber lachen. Dass heute vor 65 Jahren die zweite Atombombe auf Nagasaki abgeworfen wurde und dabei 70.000 Menschen starben. Der Suprematismus ist der Beginn einer neuen Zivilisation. Schöpfung existiert nur dort, wo die Malerei Formen präsentiert, die nichts von dem nehmen, was in der Natur erschaffen worden ist. Während seine Frau eine siebte Klasse betreut und daher abends zu Hause bleiben kann, muss der Mann, der für die Eliteklasse der 10. Stufe zuständig ist, als Mathematiklehrer auch abends in der Schule. Um seine Klasse auf Höchstform zu trimmen, entscheidet er sich oft sogar freiwillig für einen zusätzlichen Unterricht in den Abendstunden. Heute will er nachholen, was versäumt worden ist. Deine Klasse hat doch gerade bei der Testprüfung sehr gut abgeschnitten. Da kannst du dir doch ein bisschen Pause gönnen. Welchem Sinn gehört dieses Körpergefühl an? Nicht dem Gesichtssinn, nicht dem Gehörsinn oder Geruchssinn, auch nicht dem Geschmacks- oder Tastsinn. Letzteres am ehesten verwandt. Es ist auch nicht eine Mischung dieser Sinne. Und doch ist es Sinn. Sie war eine fliegende Frau, eine Tondero-Onna, wie die emanzipierten Frauen seit den 70er Jahren genannt werden. Und sie war stolz darauf. Sie hatte einen weiten Weg zurückgelegt. Aber sie war auch auf einem großen weißen Reispapier gezeichnet. Auf traditionelle Art, mit schwarzer Tusche und schnellen Strichen hingestellt, ganz allein an den Bildrand. Mit so viel weißem Raum um sie herum, dass der Kranich seine Flügel viermal hätte ausbreiten können und immer noch im Bild geblieben wäre. Mal sieht man sie dann da, die Wolke, mal sieht man sie von dort. Und man hat also immer irgendwie ein anderes Bild.
Mir ist hier am Daraisee nichts anderes passiert. Martha lebt. Sie besitzt ein Hotel in Vilime und ich habe mit ihr letzte Nacht geschlafen. Aber was würdest du von folgendem Auftrag halten? Ich soll einen Mann umbringen, der angeblich der Mörder von Martha ist. Ich frage dich noch einmal, was würden Sie, Herr Doktor, an meiner Stelle tun? 35 Verszeilen an Bach. Und dies verbünden uns Augennährte und schöpft ins Hören, schöpft die Welt. Das Hohelied, sagst du, das Hohelied Vorüberheit, hört nach, im ersten Wort, das war, verlassen schon und spricht, ein Selbst, Gedächtnis selbst. Im Kirschlichtschimmer des Abends dann, der meine Waldgedanken wog, wie verzweit einandernde, die sich geben, Liebes geben, öffnen, offen, Muskelspannen im fallenden Diskusleib der eingezähmten Sonnenböschung, Nachtzu, die ich mir vorstellte, als ich dich Atem einsog, Spuren schmeckte, du im leisen Fadenregen, Fadenschauer zagen, Botenstoff der hungernden Sommerflaneur, eintauchender, der lungenden Haut. Statistisch gesehen sieht man im Kino am häufigsten Monster. Ich weiß, die sind nicht echt, aber es ist ein Anfang. Nach dem Kino befällt mich eine gewisse Lethargie. Ich bin müde. Ich meine, nach 34 Jahren darf man doch langsam müde sein. Wien bleibt eine Kulisse. Ich eile nach Hause um dunkle Ecken. Das Lauern hinter Mauervorsprüngen, darauf steht die Todesstrafe in Gesellschaften, die es wissen wollen. Beim Positionieren ist es oft so, dass man einfach das fühlt, wie das zusammenpasst, dass es einfach eine Geschichte ist. Und diese Geschichte wird dann ergänzt durch die Objekte und die Malerei und die Zeichnung. Also alles ist eins. Die Hasenpfote im Gebüsch, vom Wind zerzaust. Ein abgenagtes Sprunggelenk, das in der Hand so leicht wog wie ein Vogeljunges, das noch beweglich war, noch warm war und heraus, sprang aus der Pfanne, blutig wie die Beute des grauen Würgers auf dem Dorn der Eberesche. Ein kleiner Knöchel winkend mit dem Fetzchen Fell.